Wir von der Lufthansa Cargo, wir freuen uns auf die neuen 777s und die Technikliebhaber, die freuen sich da immer besonders auf die neuen Triebwerke. Ich freue mich darüber, dass ich genau zu diesem Punkt mit jemandem sprechen kann, der da unser Fachmann ist. Uwe Weidmann-Zimmermann von der Lufthansa Technik, hallo. Hallo. Sie sind Trainer hier bei der Lufthansa Technik in der Triebwerkswerkstatt. Ist auch genau das richtige Stichwort, Triebwerke, denn wir stehen hier vor einem, das ist der 777 gar nicht so unähnlich, oder? Genau. Wir stehen hier vor dem GENX, was bedeutet General Electric New Generation. Dieser Motor ist aktuell verbaut in der 747-800 und nicht ganz unähnlich dem GE90. Man sieht es hinter mir, das ist verpackt, das Triebwerk. Warum verpackt man das und wie verpackt man das? So, das Triebwerk kommt direkt aus dem Lager, um es länger einlagern zu können. Verpackt man es und konserviert es. Wie Sie sehen, sind hier vorne Salzbeutel, die verhindern, dass Feuchtigkeit im Triebwerk zu Beschädigungen führt. Das Triebwerk der 777 ist dem gar nicht so unähnlich. Was macht das aus? Was macht das Triebwerk der 777 technisch gesehen aus? Das Verwenden modernster Materialien, wie Fanblades aus Komposit, das Fanframe, Fancase wird auch komplett aus Komposit gefertigt und der Einsatz modernster Materialien im Kerntriebwerk. Sie haben die Fanblades angesprochen. Fan, das ist das Rotorenblatt vorne, oder? Richtig, das ist das Rotorenblatt. Was macht das genau so besonders? Sie haben das Komposit angesprochen. Vielleicht können Sie es mir als Laien noch mal erklären. Genau. Also durch die Kompositherstellung extrem stabil. Die Eintritts- und Austrittskante jeweils mit einer Titan, mit Titan eingelassen gegen Beschädigung. Die Form, wie man sieht, nennt man eine 3D, ein 3D-Design. Sehr viel Tiefe und dadurch kann der Fan und das Triebwerk diese enormen Schub produzieren. Wenn ich ein Auto kaufe, dann habe ich ein bisschen Auswahl, was den Motor angeht. Wie sieht es aus, wenn ich so eine 777 kaufe? Ja, da habe ich natürlich keine große Auswahl, sondern das muss zu dem jeweiligen Triebwerk, vielmehr der Motor muss zum jeweiligen Flugzeug passen. Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, das Triebwerk selbst kommt nicht von Boeing. Wie früh einigen sich dann die verschiedenen Parteien darauf, was zu so einer neuen Maschine passt? Genau, also die Flugzeughersteller, wenn sie ein neues Flugzeug designen, gehen schon in frühester Phase mit den Triebwerksherstellern ins Gespräch und legen mit denen fest natürlich die speziellen Anforderungen, was für eine Schubklasse etc. ich brauche, um das Flugzeug betreiben zu können. Bei Automechanikern ist es ja auch so, die sind auf gewisse Modelle teilweise spezialisiert, sage ich jetzt mal. Wie sieht es bei Ihnen hier aus bei der Lufthansa Technik? Wir speziell hier in Frankfurt, da wir sehr an die Wartung angebunden sind, haben wir hier sehr viele Mitarbeiter, die alle Motorenpaletten abdecken, was wir auch hier in der Wartung betreiben. Wie viel Drehzahl schafft so ein Ding denn dann? Hier liegen wir bei Max N1 bei ungefähr 3000 Umdrehungen. N1? Sagen Sie mir ganz kurz, was Sie damit meinen. N1 ist das, was man hier vorne sieht, praktisch den Fan, die Fanschaufeln. Den Fankranz. Uwe Weidmann-Zimmermann war das. Vielen herzlichen Dank.